Ich bin Helle Dertz und arbeite jetzt seit mehr als 4 Jahren im Globalvorhaben Inklusion von Menschen mit Behinderung in der GIZ in Bonn. Das Globalvorhaben ist im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums dafür zuständig, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen systematischer in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen. Für die GIZ bedeutet Inklusion erstmal eine klare Haltung zu diesem Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu haben und dafür dann auch innerhalb des Unternehmens ein Selbstverständnis zu dem Thema zu entwickeln. Die GIZ ist diesbezüglich schon auf einem guten Weg, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen mehr zu fördern und selbstverständlich zu leben im Unternehmen. So wurde zum Beispiel mit der Inklusionsvereinbarung auch vereinbart, dass Inklusionsguides etabliert werden sollen im Unternehmen. Was machen diese Inklusionsguides? Es geht darum, dass diese Inklusionsguides Kolleginnen und Vorgesetzte von Programmen und Projekten zu dem Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung beraten, auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Abteilungen. Außerdem hat es sich die GIZ zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Behinderungen auszubilden, um so das Unternehmen noch bunter und diverser zu gestalten. Inklusion ist immer als ein Prozess zu verstehen, der einfach einen langen Weg geht und auf dem sich immer wieder etwas verändern kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Thema Inklusion immer präsenter im Unternehmen geworden ist und es auch öfter mitgedacht wird, so zum Beispiel, wenn größere Veranstaltungen geplant werden, hat man das Thema Barrierefreiheit jetzt mehr im Blick. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese positive Veränderung sich noch mehr manifestiert und einfach zum Standard in der GIZ wird und nicht mehr nur in einzelnen Veranstaltungen mitgedacht wird, sondern immer und die Beratung von uns auch oft dazu nachgefragt wird. Und grundsätzlich merke ich auch, dass im Hinblick auf das Thema Inklusion eine größere Offenheit im Unternehmen herrscht und das nicht nur im Inland, hier in Bonn oder in Eschborn oder Berlin, sondern auch im Ausland in unseren Partnerländern. Ich habe in Guinea eine Hospitation gemacht, in einem Grundbildungsprogramm. Die Kollegen wurden von Woche zu Woche immer offener. Die Hilfestellungen wurden selbstverständlich ja nicht nur von den einzelnen direkten Kollegen, mit denen wir wegen Workshops etc. zusammengearbeitet haben, sondern auch von dem nationalen Personal. Also ich habe es durchweg sehr, sehr positiv aufgenommen und fand es eine sehr angenehme Erfahrung, die ich gerne weiter transportiere, hier auch ins Unternehmen in Deutschland. Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderungen in unserem Unternehmen haben, die hier arbeiten, um das Bild im Unternehmen noch etwas diverser zu gestalten und bunter und somit auch zu unserem Motto beizutragen, Inklusion selbstverständlich leben.